Moin zusammen, willkommen zurück hier. NF Marsch, nordfriesische Marsch, ist wieder am Start. Und wir haben ja gestern hier unser erstes selbstgebrautes Bier weggebracht. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch das ganze Malz, was in der Melzerei ist, bringen das erstmal auch zur Brauerei, damit wir da einfach schon mal vollgefüllt sind. Das ist ja auch nicht weit weg hier zum Glück. Aber da müssen wir auch zum besseren Rangieren den Anhänger kurz stehen lassen gleich. So, oh ja, da vorne sind wir schon. Ach, da drüben fährt wieder ein Abfahrer Richtung Feld 58 rüber. So, das heißt, wir lassen den Anhänger mal kurz hier stehen und wir müssen Malzfabrik einmal hier abholen. Dann holen wir erstmal den Rest noch hier raus. Ja, immer noch nicht alles. So, wir sind aber erstmal voll. Dann machen wir trotzdem noch mal hier Malzfabrik. So, und das geht hier rüber. War das jetzt hier oder nebenan? Leerpaletten, dann ist hier Malz. Okay. Oh Gott, da stehen noch welche rum, die sind glaube ich noch gar nicht richtig eingelagert. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da. Hallo? Na. Nicht hier den Tempomat anmachen, Kollege. Ja, wir schmeißen das jetzt einfach da hin. Und dann müssen wir zur Not eben ein bisschen durch die Gegend heben gleich, dann passt das auch. So, dann holen wir hier den Rest. Ich glaube, da können wir durchaus noch etwas auch in das Lager bringen. Ich glaube nicht, dass wir das alles hier wegbekommen. Ja, das ist viel zu weit. Reingepackt. Wir müssen mal gucken, dass wir da jetzt ein bisschen das einfach mal so machen. Ja, der Trigger geht doch eine ganze Ecke weiter nach vorne noch. Guck mal an. Wir schauen mal. Ups, wo ist mal? Hier ist Malz. Ja, das wird glaube ich bald voll sein. So, dann laden wir mal alles auf, was jetzt auch so hier rumliegt. Und packen das jetzt mal so hier hin. Der Trigger geht wirklich ziemlich weit hier nach vorne raus. Ah, da können wir auch direkt längs fahren. Okay, bis nächste Mal. Ich denke mal, wir werden mit dem zum Zentrallager Lebensmittel noch fahren müssen.
Reiz ist voll. Ja, das sieht jetzt zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber geht nicht anders. So, hier waren wir fertig mit Silage. Genau. Da wollten wir warten, bis der Drescher fertig ist. Das dauert noch 26 Minuten. Den können wir mal wieder los schicken. So, mal schauen, ob es vielleicht irgendwas reif geworden ist in der Zwischenzeit. Ja, ich warte eigentlich auf das Feld hier oben, auf die 23. Ja, die 19 dürfte auch nicht mehr lange dauern. So, haben wir vielleicht inzwischen was Interessantes an Missionen bekommen? Ja, Grubbern sehen. 40 mit Ballen pressen. Das wäre halt auch nochmal eine Option. 40. Wo ist denn das? Da waren wir doch, glaube ich, auch schon mal. Ach, das ist das komische Feld da oben. Nee, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Nee, dann gibt es nichts zum Pressen. So. Dann aber hier auch mal das Kommando kurz übernehmen. Lebensmittel, war der da, glaube ich, der gelbe. Ja. Gut, wird auch angenommen, perfekt. So, jetzt Kunstwerk und so, da haben wir schon lange nicht mehr geguckt. Erdhaufen, ja, hält sich in Grenzen. Die beiden Düngerherstellung, da war was. Da brauchen wir Gärreste auf jeden Fall. Und bei der zweiten, da sieht es erstmal gut aus. Haben wir jetzt irgendwo. Wo ist denn unser. Na, guck mal, da können wir den doch mal kurz uns schnappen und einmal die Gärreste, die wir hier drin haben, in die Düngerproduktion schmeißen. Dann haben wir da erstmal wieder 30.000 Liter drin. Das sollte für ein paar Minuten reichen. Vielleicht erwischen wir ja nachher nochmal ein, dass wir das Ganze nochmal machen können. Dann werden wir hier abnehmen. Wie sieht es denn hier beim Kompostmaster aus? Oh ja, der läuft. Das ist gut. So. Dann kannst du ja jetzt weitermachen. Bitte. Wir wollten uns noch ein Förderband zulegen, um Mist zu schaufeln oder Mist zu fördern. Werden wir demnächst machen, denke ich. Oder weiß gar nicht, habe ich das Autoload-Förderband hier mit drin? Nee. Gut, dann jetzt
heute nichts. Ich dachte, jetzt könnten wir das schnell machen, kaufen das. So, der kommt hier wieder nicht vorbei. Dann machen wir das so. Ah, du bist wirklich gut dabei hier. Aber weißt du was, wenn wir den jetzt schon hier haben, schnappen wir uns den gleich, machen die Düngerproduktion weiter voll. Dann können wir relativ bald das Ding hier auch abreißen. So, dann weiter geht's, noch mal eine Fuhre. Wieder. So, schauen wir mal, ob es irgendwo Probleme gibt. So, wir können ihn mal wieder zur Melzerei schicken, weil der da ja seinen Anhänger noch abholen muss. Minuten, ja, du hast knapp über die Hälfte geschafft. Ja, da reicht das Saatgut auch komplett aus. So, da ist noch genug drin. Ja, der fährt mit Weizen zurück. Ja, wir sind wieder voll. Nächste Runde, nächstes Glück. Dass der Raps bald reif ist. Spätestens wenn wir die 58 runter haben, sollten wir da weitermachen können. Es wäre doof, wenn wir irgendwie auf eine Mission gehen und das Ding dann in dem Moment gerade reif wird. Mal, wie viel wir da noch reinbekommen. Muss halt alles irgendwie gemacht werden. Ah, der LKW ist angekommen.
Das heißt, wir machen da hin. Dann kann der nämlich auch gleich wieder zu seinem Parkplatz erstmal fahren. Weil Malz werden wir erstmal, denke ich, nicht weiter produzieren und brauchen wir auch nicht so viel, wie wir da jetzt haben. So, Parkplatz. Achso, ist da noch keiner zugewiesen? Parken Palettenwagen. Für die Flugmaschine haben wir das. Perfekt. So, die Gärreste sollten doch eigentlich schon wieder voll sein. Oder? Ja. Den Weg hier hinten durch. Einmal so rum, einmal andersrum. Hauptsache, man kommt ans Ziel. Können wir mal schauen. Ja, einer hat noch Platz für mich. Mach leer. Ja, Wolle können wir auch mal wieder einlagern. Wir werden die Wolle nicht verkaufen. Ich habe da was läuten hören, dass da demnächst irgendwie eine Produktion kommen könnte, wo man Wolle braucht. So, dann machen wir jetzt die eine Tour noch und dann haben wir auch nicht mehr viel hier zum Umlagern. Dann ist das nämlich auch hier bald gegessen, das Thema. Wir fahren wieder hier durch. So ein bisschen Schlangenlinien fahren macht Spaß. Ja, da kommt der Palettenanhänger, beziehungsweise LKW. So, mehr geht nicht rein. 1250 bleiben übrig. Aber da holen wir jetzt erstmal, bevor wir das jetzt ausladen, nochmal vom Lager was weg. Ich hoffe, dass das jetzt dann reinpasst alles. Könnte genau hinkommen. So, dann machen wir eben jetzt hier die schnelle Wende und bringen das noch in das Lager. Ja, guck mal, knappe 300 Liter hätten noch Platz gehabt. So, der ist angekommen.
machen wir den noch leer. Lassen den auch einfach hier stehen. Dann schauen wir mal, wie viel wir jetzt hier haben. 600 noch was 1000. So, dann würde ich sagen, Gärreste umgelagert. Wir sind fertig für heute. Das Abreisen machen wir dann irgendwann die nächsten Tage. Oh, hier ist noch ein Heuballen. Der muss noch nach drüben. So, aber was wollte ich sagen? Wir sind fertig für heute. Morgen gibt es dann mehr von hier. Und dann würde ich sagen, macht es gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.